Die heutige Folge ist ein Gespräch mit Robert Krug. Das geht über insgesamt etwas mehr als eine Stunde. Wir sind ein bisschen ins Plaudern gekommen, das gebe ich zu. Und wir kommen in dem Gespräch hinten raus auf unheimlich viele spannende Themen. Es geht um Eiweiß, um Kohlenhydrate, es geht um Fett, es geht um Fasten, es geht um Bioqualität, es geht um Veganismus, es geht um viele Dinge, die super spannend sind. Auch wenn es ein bisschen länger ist, nimm dir irgendwann die Zeit, hör dir das ganze Interview an, es ist wirklich interessant, der Mann kennt sich aus. Und jetzt will ich nicht noch mehr Zeit vertudeln, sondern viel Spaß. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Ich habe heute zu Gast Robert Krug. Den kenne ich aus verschiedenen Publikationen. Zum einen aus seinen Büchern, die er geschrieben hat. Ich habe eine Handvoll davon bei mir im Regal stehen. Eines ganz in Gelb liegt hier gerade neben mir. Hör auf deine Gene. Und ich kenne ihn auch, weil er Autor ist oder schreibt innerhalb der News von Dr. Ulrich Strunz. Und als regelmäßiger Hörer hier von meinem Podcast wirst du auch eine meiner letzten Podcast-Folgen in Erinnerung haben. Da habe ich über Ballaststoffe und Verstopfung gesprochen und auch den Autor für das, was ich darüber geschrieben habe, genannt. Robert Krug nämlich, der hat darüber einen tollen Artikel geschrieben mit sehr überraschendem Ausgang für viele, glaube ich. Ich habe auch sofort ein Feedback bekommen zu dieser Podcast-Folge. 2 Stunden, nachdem sie online war die erste E-Mail da, die genau bestätigt hat, was in der E-Mail stand, in dem Podcast stand. Und diesen Robert Krug habe ich heute zu mir zu Gast, weil ich möchte mit ihm ein paar Dinge rund um das Thema Gesundheit besprechen. Und ich würde sagen, wir fangen heute einfach mal an. Sag doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Ja, sehr gern. Also ich bin diplomierter Wirtschaftsinformatiker, was mit dem Thema Ernährung exakt und Gesundheit eigentlich exakt gar nichts zu tun hat. Und sagen wir mal so, lange Jahre war es auch so, dass ich glücklich in meinem Beruf gearbeitet habe und mit Gesundheit nur insofern zu tun hatte, als dass ich mich für den gesamten Bioanbau interessiert habe. Das hat jetzt, es klingt erstmal so, als hätte es noch nicht so wahnsinnig viel mit Gesundheit zu tun, hat es aber im Rahmen der Ganzheitlichkeit. In 2016 habe ich dann tatsächlich leider erste schwerere Probleme bekommen. Das heißt, ich habe mich eigentlich schon viele Jahre zuvor mit Verdauungsproblemen, in Anführungszeichen erstmal so Verdauungsprobleme rumgeschlagen, diverse Sachen ausprobiert, bin aber glücklicherweise erstmal ein Typ, der zum Beispiel Kohlenhydrate sehr gut verträgt. Also da auf der Stelle hatte ich keine Probleme, aber ich habe durchaus Verdauungsprobleme gehabt. Und in 2016 wurde das immer schlimmer und 2016 habe ich dann auch wirklich so ein, sagen wir mal, jetzt nicht einen Burnout hatte ich da nicht, aber ich hatte einen ziemlichen Aufschlag, ja, so einen gesundheitlichen Aufschlag, so was ich so von mir nicht kannte. Wir waren da wunderbar essen in Berlin in einem schönen französischen Restaurant und ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel getrunken, 2 Gläschen Wein als Begleitung. Und hatte 2 Tage lang so, als hätte ich da irgendwie eine Riesenparty gefeiert und Whisky und alles durcheinander. Also so ging es mir den nächsten Tag und das konnte ich mir natürlich, man hatte gemerkt, hier stimmt was nicht. Ja, also das darf nicht sein. Wobei ich gleich sagen kann, also seit 2016 trinke ich auch keinen Alkohol mehr. Nicht, weil ich es nicht will, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich vertrage es tatsächlich einfach gar nicht. Auf jeden Fall, das war für mich der Anlass, mehrere Sachen halt anzufangen. Einmal festzustellen, was ist eigentlich mit mir los? Hab schnell gemerkt, schulmedizinisch, ich hatte eine super liebe, nette Hausärztin, aber die konnte mir nicht helfen. Die hatte auch groß keine Ideen, weil man dann aus heutiger Sicht 2023 sagen kann, die hat auch wenig in ihrem Koffer, was sie mir anbieten kann. Also ich hatte ja keine akuten Probleme mit Blutbild und ich meine, das Blutbild, was die machen, ist auch ein Witz. Ich bin dann in 2016 zu einem Arzt gekommen in Berlin, ganzheitlichen Arzt, der hat auch mal ein Blutbild gemacht. Das kostet dann 800 Euro. Das ist im Gegensatz zu dem normalen Blutbild, was der Hausarzt macht, was so 25 Euro kostet. Eine andere Nummer, Labor ist leider sehr teuer. Und da ist mir dann von Dr. Strunz tatsächlich nur einen Werbeartikel in die Hand gekommen. Ich habe da, ich weiß nicht, irgendeine Zeitschrift durchgeblättert im Warteraum und da war sein Blutbuch drin und das war nett umschrieben. Und so fing das eigentlich tatsächlich an. Deswegen ist auch lustig, dass ich dann heutzutage für Dr. Strunz schreibe. So fing das an, dass ich dann das Blutbuch bestellt habe und dann richtig tatsächlich Blut geleckt habe. Ja, dann ging's los. Ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich mir mal so kurz überlegt, zu dem Zeitpunkt hatte ich so 2, 3 Bücher über Gesundheit zu Hause. Ich hatte ein Histaminbuch, weil ich schon den Verdacht hatte, irgendwie hast du Probleme mit Histamin. Habe ich heute nicht mehr, hatte ich aber damals ein bisschen. Und ich hatte so 2 Bücher und dann fing es an, dass ich mich total da rein, ja, mich reingesteigert habe. Ich habe heutzutage
ungefähr 250 Bücher durchgearbeitet. Also ein kleiner Zugewinn. Ich habe da sehr, sehr, sehr viel gelesen, sehr viele Vorträge mir angehört von Ärzten. Und so findet man dann ja auch wieder interessante Bücher, wo dann meistens ja nur ein Aspekt behandelt wird. Ich habe mir aber auch die ganzen ärztlichen Fachbücher geholt, die jetzt nicht so wahnsinnig einen weitergebracht haben, aber ich dachte mir, das gehört zum guten Ton dazu, dass man auch den Florian Horn zu Hause stehen hat, Biochemie des Menschen. Hab dann aber auch schnell gesehen, Histamin, Diaminoxidase, nee, sowas findet man da alles leider nicht. Sind so mehr die Basics, die da besprochen werden. Trotzdem nicht ganz uninteressant, das Buch. Viele andere sind noch wesentlich uninteressanter, was Ärzte sich alles so angucken müssen. Ja, und so fing das an, dass ich mich tatsächlich da richtig ein Faible für Biochemie entwickelt habe und damit eng verbunden das Thema Ernährung. Und habe dann auch gemerkt, mit dem Thema Ernährung machst du die Dose der Pandora auf. Also da ist ja der totale Wahnsinn, was da gelogen wird und falsch wir als Bürger auch vollkommen falsch beraten werden. Mhm. Ja, das hätte ich nicht wahrhaben wollen. Man hatte zwar so ein Buch aus dem Augenwinkel mal bei Amazon gesehen, die Cholesterinlüge oder so, aber man hätte, ne, viele wollen ja auch ein Buch schreiben, um dann, oder man denkt dann, das ist ein reißerischer Titel, aber nein, was da dann passiert und wenn man dann halt immer sozusagen so mehrere Sachen sich dann halt aneignet, die Biochemie dahinter versteht, dann merkt man, hier ist wirklich einiges im Argen. Mhm. Und dann fing ich halt an, so in ungefähr 2018, fing ich an zu sagen, okay, jetzt hast du so viel Wissen, irgendwas musst du damit machen. Und du hattest doch schon immer mal Lust, ein Buch zu schreiben. Du wolltest immer mal ein Buch schreiben. So habe ich damals angefangen mit dem Zuckerblut- und Brötchenbuch, wo ich versucht habe, einen ganzheitlichen Ansatz in ein Buch zu bringen. Du bist ein ziemlich akribischer Mensch, ne? Also das möchte ich gleich mal vorweg sagen. Wenn du Bücher schreibst, dann ist das immer auf der Basis von Wissenschaft und Studien, die du tatsächlich im Original liest und die du verstehst. Du liest nicht nur ein Abstract von irgendwas, Studie X hat herausgefunden, dass, sondern du gehst genau in die Details und überprüfst die Aussage, ob das, was irgendein Journalist vielleicht in der Presse daraus macht, auch wirklich stimmt, ne? Und so hast du eine ganze Menge Wissen aufgebaut. Unglaublich viel, sogar Dr. Strunz zitiert dich und beruft sich auf deine Arbeit und so weiter und der weiß schon, dass das Hand und Fuß haben muss, sonst würde er es nicht tun. Also das mal so vorweggesteckt. Du hast sicherlich mit deinem ingeniösen Hintergrund, das beschreibt dich schon ganz gut. Du gehst genau mit diesem Ingenieur-Spirit auch an deine eigene Gesundheit ran und an gesundheitliche Themen, ne? Das ist mir ganz wichtig. Das Thema für heute sollte sein, so haben wir uns das überlegt, gesunde Ernährung. Was ist das und warum? Ja. Ja, lass uns doch mal loslegen. Was ist eine gesunde Ernährung und warum ist das so? Na, eine gesunde Ernährung, genau. Eine gesunde Ernährung ist eigentlich eine Ernährung, die uns komplett mit allen Vitalstoffen versorgt. Punkt. Punkt. Ja. Und die im Zweifel noch das weglässt, was schaden würde. Und genau, und dabei die Versuchungen des Lebens, ja, dadurch tatsächlich auch reduziert werden. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Ja? Mhm. Und das klingt so absolut banal, ist es tatsächlich auch nicht, weil unheimlich viele wirtschaftliche Interessen versuchen uns irgendetwas, mittlerweile ist es traurig, oder es ist eigentlich seit 1910 so, das ging in 1910 los mit Wo wollen wir hin mit dieser Industriepumpe Öl, die wir nicht mehr in Maschinen, die wir für Maschinen nicht mehr brauchen? Nehmen wir es doch und geben es den Menschen. Das war der Ursprung von den ganzen Seed Oil. Also ich gucke immer unheimlich viel englische Ärzte. Wie nennt sie es in Deutschen? Es nennt sich ja fälschlicherweise pflanzliche Öle, was es ja gar nicht sind, sondern es sind, wenn dann, Pflanzenkernöle, wo man Pflanzensamen aus Raps, aus Mais, aus in Amerika ganz großes Cottonseed, also Baumwollsamen, der da erpresst wird, und Sonnenblumenöl und so weiter. Mit diesen Ölen ging das los und es war eine amerikanische Firma, die das 1910 gestartet hat mit Werbekampagnen und da die versucht hat, die Hausfrauen zu gewinnen, um statt Butter ein natürliches Produkt und dann dieses künstliche Produkt unterzubügeln. Und da waren schon ganz massiv, es ging nur um wirtschaftliche Interessen. Und das ist bis heute halt, und das ist dann in 1960 ganz schlimm geworden mit dem Thema Zucker, ist ja mittlerweile veröffentlicht. Da gibt es eine
tatsächlich eine Veröffentlichung, also eine Studie zu, die das beweist, die wirtschaftlichen Verstrickungen der Harvard-Professoren, die 1960 die Fahne für Zucker hochgehalten haben. Das ist also nicht nur irgendwas, was man so wild jetzt, was man so unter der Hand sagen kann, sondern es ist veröffentlicht worden, es ist bewiesen worden, weil leider die gesamte Kommunikation irgendwann mal in die richtigen Hände gefallen ist und die haben das veröffentlicht. Mhm. Ja, und die haben das als. Du sprichst auf den Kampf damals an, als man festgestellt hat, Mensch, die Menschen werden immer dicker und woran kann denn das liegen? Und da gab es zwei Kandidaten, Fett und Zucker. Und man hat einfach gesagt, Fett ist der Böse, Zucker ist der Gute, weil es gab da in den USA eine Lobbyvereinigung, so wie es auch in Deutschland bis heute die wirtschaftliche Vereinigung Zucker gibt. Es ist der Lobbyverband der deutschen Zuckerindustrie. Und sowas gibt es in den USA auch. Und die haben ähnlich wie die Tabakindustrie als Lobbyorganisation über viele, viele Jahre hinweg die öffentliche Meinung manipuliert, indem sie sich Wissenschaftler gekauft haben, die quasi bestochen haben, Studien bezahlt haben, die genau das herausfinden sollten, was ihnen genehm war, nämlich dass der Zucker gut und das Fett das Böse ist und so weiter. Und daher kommt ja bis heute unsere Aversion gegen Fett. Meine Mutter hat jahrzehntelang die Butter vom Brot gestrichen, nicht wissend, dass nicht die Butter auf dem Brot das Problem ist, sondern das Brot unter der Butter das Problem ist. Und so weiter und so fort. Ne? Also darauf spielst du an, nehme ich an. Richtig, ganz genau. Es war, Dickwerden war auch schon ein Thema. Das Hauptproblem war ja tatsächlich die Herzinfarkte, die so langsam, logischerweise durch den Zucker getrieben, das wissen wir heutzutage, ist das ja eindeutig bewiesen über verschiedenste Studien. Und auch die biochemischen Zusammenhänge sind vollkommen klar, erkläre ich auch in meinen Büchern. Was der Zucker in uns Menschen alles auslöst an biochemischen Reaktionen. Und dadurch, in 1960er Jahren kamen halt die ersten Herzen, oder merkte man, dass die Rate der Herzinfarkte hochging. Und die Wissenschaft hat sich damals gestritten, richtig. Das war vor allen Dingen das Lager war leider relativ klein, um Yadkin, der da ziemlich alleingelassen wurde von den Wissenschaftlern. Und es gab den sehr geschätzten Angel Keys, der halt von der Zuckerindustrie motiviert wurde, die richtigen Argumente zu finden. Und das war halt in 1960er Jahren halt durchaus eine ganze Ecke einfacher, weil es viel, viel weniger Wissen noch gab. Man konnte Cholesterin ja auch noch nicht einen Ansatz so messen, wie man es heute kann, mit verschiedensten Partikeln und dann auch noch LDL heutzutage, was wir unterteilen können und können dann sehen, wie ist das LDL, was du hast, tatsächlich gefährlich, weil LDL spielt eigentlich keine Rolle, muss man ja auch sagen. Ne? Es ist halt das Insulin, was wichtig ist. Da kommen wir gleich zu. Weil das ja im Thema der richtigen Ernährung. Und so sieht man, das ist das eigentlich das Kernproblem und das ist bis heute. Ja, heute haben wir leider auch das Problem, dass viele Harvard-Professoren, sagen wir mal, zumindest auch glaubenstechnisch manipuliert sind. Es gibt diese Glaubensrichtung der Seventh-day-Adventisten, die in ihrer Überzeugung eine eigentlich fast vegane Ernährung bevorzugen. Das können sie für ihre Gruppe meiner Meinung nach auch machen. Jeder darf das selbst entscheiden. Das sollte niemals irgendwie vorgeschrieben sein. Aber man sollte nicht, das ist immer das Problem, man will ja dann immer so als religiöser Fanatiker, will man, dass alle anderen das ja auch genauso machen wie man selbst. Und das ist halt furchtbar gefährlich, weil es die komplett falsche Richtung ist und das kann ich auch alles beweisen. Ja, wie du sagst, ich bin bewaffnet mit über 1000 Studien und der Biochemie dahinter. Ja, aber tatsächlich das Interessanteste an der gesamten Thema noch gesunde Ernährung, was mich unheimlich vorangebracht hat, und was ich jedem auch nur empfehlen kann, was ich in meinen Büchern ja so ganz bisschen dann anreiße in meinem Low-Carb-Buch, ist halt das Thema Anthropologie. Das heißt, das Beschäftigen mit, wo kommen wir her als Homo sapiens, wie haben wir gelebt? Da gibt es ja viele interessante Studienveröffentlichungen dadurch, wenn man sich damit beschäftigt, heißt das natürlich nicht 100%, weil wir uns schon ein bisschen verändert haben, heißt das nicht 100%, genauso müssen wir leben, aber es ist trotzdem unheimlich wichtig, weil sich unsere Gene nicht so schnell verändern. Und das ist einfach das Fundament. Das ist unser Gedächtnis. Das ist tatsächlich unser Gedächtnis unserer Generationen, die vor uns gelebt haben, ist in unseren Genen kodiert. Die Gene sind genau so, weil
wir in diesem Umfeld gelebt haben. In diesem Umfeld funktionieren wir super. Und was gab es in diesem Umfeld nicht? Richtig, es gab nicht diesen Zugriff auf Zucker vor allen Dingen. Ja, wir müssen ja in der Sendung bezüglich gesunder Ernährung immer vor Zucker warnen oder auf Zucker einschlagen. Zucker ist tatsächlich das Gefährlichste, weil die Leute es auch trinken. Und der getrunkene Zucker ist mit Abstand der gefährlichste Zucker. Der gegessene ist auch nicht viel besser, aber der getrunkene Zucker, der ist halt sofort auf der Leber und belastet sofort die Leber und den Darm. Und mittlerweile, ich habe sogar die Woche noch eine interessante Studie zugefunden, dass es auch sogar mittlerweile ursächlich für Leaky Gut ist, Zucker, also Fructose im Zucker. Der Glukoseteil ist ja, der ist ja halbwegs okay, aber im Rahmen, aber halt der Fructoseteil, der ist. Da hatten wir, ne, wie diverse Forscher so schön schreiben, da hatten wir glücklicherweise über die ganzen Jahrhunderttausende so gut wie keinen Zugriff zu. Jetzt kann man sagen, es gab Obst, das ist richtig, es gab Obst, aber Obst ist saisonal. Und es gab noch nicht das ganze Zuchtobst, was wir heute haben. Das Obst, was es bis vor ein paar hundert Jahren gab, sah vollkommen, würde man heute nicht gar nicht essen wollen. Das war viel zu sauer, viel zu wenig Fructose drin. Und vor allem saisonal heißt ja nicht, dass ich an jedem Tag im Jahr das Obst esse, das irgendwo gerade Saison hat, sondern das heißt, dass ich nur für wenige Wochen im Jahr überhaupt Zugriff auf ganz wenig, ganz saures Obst habe, das ganz wenig Zucker enthalten hat. Das war ja früher die Realität und nicht das ganze Jahr über Obst und ich nehme es gerade da, wo es gerade Saison hat. Ne? Aber lass uns mal versuchen, das ganze Thema gesunde Ernährung so ein bisschen runterzubrechen. Bei Ernährung gibt es ja verschiedene Bausteine. Es gibt einmal den Energiestoffwechsel, also den Stoff, den ich esse, um die Energie bereitzustellen, die ich zum Leben nun mal brauche. Ohne Sprit im Tank läuft der Motor nicht und ohne Nahrung funktioniert unsere biochemische Maschine nicht. Dann braucht sie noch Vitalstoffe für ein zweiter Punkt. Wir brauchen noch Baustoffe für neue Zellen. Die müssen ja auch auf dem Teller liegen. Ne? Und das sind Haare, Haut, Fingernägel, Muskeln, Enzyme, Blut, Hormone, Immunzellen. All das ist ja Material. Das muss ja irgendwo herkommen. Wird ständig regeneriert und neu aufgebaut. Und das Material dafür muss auf dem Teller liegen. So, jetzt haben wir die Brennstoffe. Jetzt haben wir die Baustoffe für neue Zellen. Also die Energie für die Stadt, das Baumaterial für die Stadt, Steine für Häuser und Holz für Möbel und so weiter. Und dann brauchst du noch ein paar Vitalstoffe, damit all das funktioniert. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, ne? Das ist die Information, wenn du so willst, oder das ist das kleine Nitty-Gritty. Fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an, Energiestoffwechsel. Da gibt es ja ein paar Kandidaten und du hast mit dem Thema Zucker, das du vorhin angesprochen hast, meiner Meinung nach absolut recht, zu 100% recht, einen davon hervorgehoben. Versuch mal das Thema Energiestoffwechsel so ein bisschen runterzubrechen. Was ist eine gesunde Ernährung, wenn man an diesen Punkt denkt? Ja, es ist richtig, wir brauchen Energie am Tag, um zurechtzukommen. Unsere Muskeln verbrennen primär oder beziehungsweise bevorzugen Fett im normalen Betriebsmodus. Das bedeutet, wir strengen uns nicht großartig an. Das heißt, wir gehen ein bisschen von A nach, also eigentlich sind wir ja ein Wesen, was sich bewegt, muss man auch noch sagen. Das tun wir leider. Ich tue ich ja jetzt auch gerade, ich sitze. Ja, wir sitzen viel zu viel. Das ist auch ein im ganzheitlichen Sinne ist das auch ein kleines Problem am Rande, was man unbedingt beachten sollte, dass man ein paar Mal am Tag darauf achtet, wirklich spazieren zu gehen. Aber im Rahmen dieser Bewegung, spazieren gehen, sich was holen, irgendwie was erledigen, Essen machen und so weiter, da präferieren unser gesamter Skelettapparat präferiert Fettverbrennung. Ja, die Fettverbrennung, unsere Muskeln verbrennen direkt Fett. Ja? Wenn wir gesund sind, muss man wieder dazu sagen. Also sprich, wenn der Insulinspiegel, da kommen wir mehrfach drauf zurück, korrekt ist. Ja, wenn der Insulinspiegel zu hoch ist, macht das nämlich nicht, dann verbrennen wir nur noch Kohlenhydrate. Dass unser Gehirn, da ist das auch so ein wissenschaftliches Streitthema, unser Gehirn verbraucht eine Menge an Kohlenhydraten am Tag. Das heißt, unser Gehirn, es mag auch Ketonkörper, es benutzt auch Ketonkörper. Ketonkörper, muss man sagen, ist die dritte Antriebsart, die wir im Körper haben, die wir eigentlich ganz normal, also wer bei den News liest, weiß das natürlich schon, aber ich wiederhole es trotzdem mal, die Leber bildet. Das heißt, die Leber bildet für das Gehirn zur Versorgung auch Ketonkörper aus. Und ich würde mittlerweile sagen, oder meine Erfahrung ist, ich messe das seit 3-4 Jahren regelmäßig. Und wenn man sich Low Carb ernährt, und Low Carb bedeutet unter 150 Gramm Kohlenhydrate, was noch relativ viel ist, da kommen wir aber auch noch drauf,
produziert die Leber den ganzen Tag über Ketonkörper. Das tut sie. Man hat dann, sagen wir mal, so ein Standgas, in Anführungszeichen, von Ketonkörper von 0,3 Millimol am Tag. Mhm. Wenn man dann so ein bisschen das Essen mal aus oder mal eine Mahlzeit auslässt, geht das auch hoch auf 1,0. Und wenn man fastet, geht es hoch auf 3,5. Thema Fasten kommen wir vielleicht auch noch zu. Ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Mittlerweile ist meine Sicht. Nicht nur meine, sondern ich kann auch sagen, warum das ist. Also zumindest Wasserfasten über länger als 24 Stunden halte ich für absolut nicht ratsam. Mhm. Würde ich niemandem empfehlen. Um direkt zu sagen, man verliert Muskelmasse. Punkt. Und das ist in jungen Jahren nicht so schlimm. In alten Jahren wird es immer schlimmer, weil man immer schwerer Muskeln aufbaut. Ein menschlicher Fakt. So, das heißt, wir haben die drei Energieträger. Unser Gehirn mag trotz allem Glucose haben. Es kann notfalls sehr stark auf Ketonkörper zurückgreifen. Das kann das Gehirn. Es gibt sogar die Aussage, es könnte vielleicht nur auf Ketonkörpern laufen. Tut's aber nicht. Ja, tut's aber nicht. Genau, und das ist auch ein Streitthema. Man kann es nicht austesten. Niemand traut sich im Menschen den Blutzuckerspiegel auf null runterzudrehen, weil die Gefahr einfach besteht, dass der Mensch, also die Testperson, sterben würde. Das wäre unethisch, das dürfte nicht durchgeführt werden. Was ich sagen kann, ist, dass es Menschen gibt wie Sean Baker, der hat eine sehr extreme Diät, der isst nur Fleisch und trinkt nur Wasser, also die reine Form der Carnivore-Diät, der hat es geschafft, im Training bis zu 40 Milligramm Blutzucker runterzukommen und ihm ging es perfekt. Nicht nur perfekt, sondern der Mann hat 350 Kilo auf dem Rücken und macht damit Squats. Also er ist auch ein bisschen kräftiger gebaut, der Mann, muss man dazu sagen, er hat ein bisschen mehr Kraft. Er ist mittlerweile 55, 56, sowas. Guckt ihn euch an, da kann man sehen, was das für einen Effekt haben kann. Ich halte die Diät für ein bisschen extrem, aber sie funktioniert. Mhm. Wie gesagt, da ist der Blutzuckerspiegel durch Training, durch die Belastung auf 40 Milligramm runtergegangen, wo jeder Arzt sofort sagen würde, Notarzt rufen, der muss sofort ins Krankenhaus. Aber der Mann ist halt adaptiert, der ist Keto-adaptiert, der ist Fettstoffwechsel-adaptiert. Das heißt, der Körper ist metabolisch extrem flexibel, der nimmt den Treibstoff, der gerade da ist. Wenn weder Fett im Magen noch Zucker im Blut, dann baut er halt in der Leber Ketonkörper, versorgt das Gehirn und versorgt auch den Rest des Körpers damit. Und sowas können, glaube ich, die allerwenigsten von uns. Immer noch sehr viele von uns, glaube ich, sind überhaupt nicht mehr metabolisch flexibel. Das heißt, die geben dem Körper gar nicht die Chance, Fettverbrennung zu betreiben, weil der Blutzuckerspiegel über lange, lange Zeit permanent während des Tages und auch während der Nacht vielleicht so hoch war, dass der Körper die Fettverbrennungsenzyme rausgeschmissen hat, entsorgt hat, gar nicht mehr in dem Maße zur Verfügung hat, sodass die Muskeln, was sie eigentlich wollen würden, in Ruhe Fett verbrennen. Richtig? Richtig. Ganz genau. Das kommt letzten Endes dadurch, dass die meisten Menschen irgendwo zwischen 250 und 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu sich nehmen. Durch Getränke, durch Süßteilchen, durch sehr, sehr viel Brot, Pasta oder eine sehr kohlenhydratlastige Ernährung. Und wer dann sogar den Weg des Vegetarischen oder Veganen geht, der neigt dazu, auch sehr viel Kohlenhydrate zu essen. Weil irgendwo versucht man ja dann auch Proteinmengen zu sich zu nehmen und die Menge an Bohnen, die man zum Beispiel essen muss, um dann eine gute Abdeckung hinzubekommen, ist schon ziemlich viel. Oder das sind dann sehr viele, sehr hohe Mengen an Kohlenhydraten, die man essen, dabei automatisch mit isst. Das ist ein Problem, aber dazu wird natürlich auch, es wird viele trinken leider auch, sagen wir mal, Zucker in irgendeiner Art und Weise. Ne, Apfelsaft zum Beispiel, Orangensaft, das seit 2016 ist das bei mir, das gibt's nicht mehr. Ja, sei es kommt Besuch, der ihn unbedingt haben will, aber es gibt auch keinen Orangensaft zum Frühstück, also gibt's nicht. Ja. Ne? Mhm. Wenn man das halt zusammenrechnet, das Lustige ist, und daran erkennt man das, dass der Körper das eigentlich nicht unbedingt haben will, ist, wenn wir Kohlenhydrate essen und der Blutzuckerspiegel hochgeht, reagiert der Körper mit Insulin, damit der Blutzucker in den Muskeln verschwindet. Durch das Insulin werden die ganzen Zellen auch, die Muskelzellen auch angeregt, präferiert erstmal Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, damit der Spiegel halt schneller runtergeht. Der Körper möchte immer eigentlich alle Blutwerte, die wir so haben, möchte er im idealen
beziehungsweise auf einen idealen Wert haben. Da gibt es unheimlich viele Mechanismen. Jetzt nicht nur beim Blutzucker, da ist es halt das Insulin oder das Glucagon, je nachdem, was dafür sorgt, dass der ungefähr so bei 90 Milligramm ist. Da möchte der Körper so zwischen 80 und 100 jedenfalls, da möchte er den Blutzucker haben. Und sobald er zu hoch geht, gibt es Insulin und sobald er zu runter geht, gibt es Glucagon. Glucagon sorgt dann dafür, dass die Leber aus ihren Speichern und notfalls durch Muskelabbau, halt deswegen bin ich gegen das Fasten, notfalls durch Muskelabbau, aber erstmal hat sie ja einen Speicher von ungefähr 150 Gramm plus minus und daraus kann sie sich bedienen und kann dann Blutzucker in den Kreislauf abgeben, sodass das immer schön zwischen 80 und 100 Milligramm Blutzucker ist, also im normalen Betrieb. Macht man Sport, geht es hoch. Ja. Ich glaube, dazu habe ich neulich was Cooles gelesen. Und zwar, dass in unserem menschlichen Körper im Blut aufgelöst circa ein Teelöffel Zucker als Blutzucker umherschwimmt. Ungefähr. Ja. Zwei Teelöffel Blutzucker in unserem Blut, das wäre schon Diabetes. Das heißt, der Körper versucht auf jeden Fall die Zuckermenge in unserem Blut, die man Blutzucker nennt, Glucose, auf diesen Teelöffel ein halbes Gramm hin oder her reinzupegeln. Das ist gesund, alles andere ist für den Körper ganz gefährlich und viele biologische Prozesse funktionieren nicht mehr, der Muskel kann nicht mehr arbeiten, das Gehirn kann nicht mehr arbeiten. Das heißt, das ist das, was auf jeden Fall erreicht werden muss vom Körper, biochemisch. Und um das zu gewährleisten, auch dann, wenn ich vorher einen Teller Nudeln gegessen habe und wenn der Blutzuckerspiegel ansteigen würde, deutlich ansteigen würde, muss er Insulin produzieren, muss den Blutzuckerspiegel wieder runterbringen, muss den Blutzucker in die Zellen pressen, damit dieser Wert nicht überschritten wird. Ich glaube, das ist die Funktion von Insulin. Der rettet uns mehrmals am Tag vom Überzucker und vor den extrem schädlichen Folgen davon. Und diese ganze Kaskade, die ist, glaube ich, höchst gefährlich. Ne? Dazu hast du ein ganzes Buch geschrieben oder sogar zwei, wenn ich das richtig sehe. Zumindest in zweien behandelst du das intensiv. Ist das der erste und wichtigste Aspekt von einer gesunden Ernährung, dass man den Energiestoffwechsel so ausbalanciert? Und wenn ja, wie sähe das dann aus, dass dieses Blutzucker-Jojo und dieses Insulin-Jojo, was dann passiert, mit all seinen negativen Folgen, können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen, dass das unterbunden wird? Ist das der wichtigste Aspekt von gesunder Ernährung zunächst einmal? Richtig, genau. Das geht ein bisschen mit einher, dass deswegen ist, dass man sich auch bewegt, dass tatsächlich in Muskeln auch Platz ist, also dass man sozusagen auch ein bisschen Energie verbraucht. Das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt Leistungssport machen muss, auf keinen Fall soll das nicht heißen, aber wenn man den ganzen Tag nur sitzt, dann verbraucht man halt relativ wenig. Und wenn man dann zu viel Kohlenhydrate isst, dann sind die Muskeln auch nicht in der Lage, auch wenn das Insulin sagt, hier, nimm mal Kohlenhydrate auf, die Kohlenhydrate aufzunehmen, weil die Speicher über den Tag gar nicht großartig benutzt wurden. Und im Leerlauf sind die Muskeln verbrauchen sie nicht allzu viel Energie. Ein bisschen schon, aber nicht allzu viel. Und deswegen ist sich ein bisschen bewegen am Tag eine sinnvolle Sache. Also spazieren gehen, das muss nicht unbedingt gleich Joggen sein, aber ein schneller Gang, dass man eine Stunde so am Tag sich bewegt oder unter Umständen Yoga, Pilates macht. All sowas ist sinnvoll, damit die Muskeln überhaupt in der Lage sind, die Kohlenhydratmengen, die nicht zu groß sein sollten, ja, da kommen wir gleich drauf, um die aufzunehmen. Aber das ist richtig. Einerseits müssen wir unseren Körper mit Energie versorgen und das ist entweder muss es Fett oder Kohlenhydrate sein, was anderes haben wir noch, Alkohol, aber das lassen wir mal außen vor. Alkoholmenge, die gesunde Alkoholmenge, kann man kurz abkürzen, ist 0 Cl, ist tatsächlich leider so, tut mir leid. Dafür gibt es leider sehr harte, große Studien mittlerweile, die das zeigen, dass alles andere waren Legenden und war halt Epidemiologie letzten Endes, die aufzeigt, dass das 2 Gläser Wein am Tag gesund sein sollten. Nein, das ist nicht so. Das hat keine positiven Effekte. Sondern die gesunde Menge ist traurigerweise tatsächlich 0 Cl, weil halt Alkohol unheimlich großen Schaden anrichtet. Aber Alkohol wird noch präferierter versucht zu verbrennen, weil es halt ein Gift ist, bevor Kohlenhydraten in einigen Zellen. Aber das lassen wir mal außen vor. Das heißt, wir nehmen als Energie Kohlenhydrate auf und Fett auf. Und beides darf natürlich nicht zu viel sein, sondern es muss in der richtigen Menge sein. Und das ist eine ganz spannende neue Geschichte, die ich auch gerade mir erarbeitet habe, dass man nämlich tatsächlich gar nicht zu niedrig mit Kohlenhydrate gehen muss oder gehen sollte. Das ist eine ganz spannende neue Sache, die ich habe, weil man der Körper ungefähr
Das ist natürlich ein bisschen individuell, das hängt von vielen, vielen Sachen ab, wie viel Sport man macht, wie gesund man ist und so weiter. Aber der Körper braucht am Tag ungefähr so 100 Gramm Kohlenhydrate. Ja? Das ist jetzt nicht furchtbar viel, aber es ist mehr als jetzt zu sagen, alle müssen Keto machen. Das ist falsch. Ja, das ist, da sage ich mittlerweile, es ist wirklich falsch und das zeigt sich auch, dass das nicht gesund ist. Das Problem ist nämlich, was ich am eigenen Leib auch feststellen musste, ist, wenn man zu wenig Kohlenhydrate isst, stresst das den Körper leicht. Das ist Ernährungsstress. Das heißt, es wird ein bisschen mehr Cortisol benötigt für oder ne, es wird ein bisschen mehr Cortisol ausgestoßen und wenn man dann ja, in Nebennierenprobleme reinrutscht, wie mir das vor ungefähr einem Jahr passiert ist, wahrscheinlich durch Covid, da habe ich auch eine Studie zu gefunden, die das beweist, dass Covid auch das Nebennierengewebe angreift, dann hat man Probleme mit der Stressachse und dann merkt man das. Und so bin ich tatsächlich auch noch da drauf gekommen. Eine Seite, zweite Seite, ich habe mich intensiv mit dem Thema Eiweiß beschäftigt und bin da über einen sehr interessanten neuen Dozenten gekommen und der hat tatsächlich sehr gute, das wird auch alles noch in News kommen und auch ein neues Buch kommt Ende des Jahres raus, über das Thema, dass man tatsächlich so um die 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen sollte, um diesen kompletten Stressor, der für den super gesunden Menschen jetzt keiner ist, der spürt den nicht, ne? Aber trotz allem kann man sagen, die Kohlenhydrate braucht der Körper, und maßgeblich wird es das Gehirn sein, was da ungefähr 70, 80 Gramm von Verbrauch und ein bisschen anderes Gewebe braucht auch tatsächlich Kohlenhydrate. Und es ist unsinnig, die nicht über Glucose, über gesunde Sachen wie Wurzelgemüse und so weiter und vielleicht auch ein gut gemachtes Demeter Sauerteigbrot, ja, wer keine Probleme mit Gluten hat, das ist nicht böse. Also wenn man das in diesem Maße macht, dass man in einer Mahlzeit 40 Gramm Kohlenhydrate hat, dann ist das vollkommen vertretbar. Problematisch wird es, wenn die Mahlzeit aus 200 Gramm Kohlenhydraten ohne Eiweiß besteht. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja? Weil das dann sehr, sehr stark ins Blut reinschießt und auch viel zu viel auf einer Mahlzeit ist. Das ist dann ein sehr, sehr großes Problem. Das heißt, in einer Mahlzeit die vernünftige Menge an Kohlenhydraten zu haben, ist wichtig und ist im Rahmen einer gesunden, ganzheitlichen Ernährung ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das bezieht sich auch für Fett. Ja, wir brauchen insgesamt, gut, jetzt bin ich, also gehe ich mal von mir aus, so mit 70 Kilo, 1,70 Größe, ist der Bedarf ungefähr bei 2000 Kilokalorien, wenn ich keinen Sport mache. Das heißt, diese Menge sollte man am Tag ja auch essen, wenn man jetzt nicht abnehmen will. Ja? Von daher braucht man auch gesundes Fett, weil ansonsten müsste man zu viel Kohlenhydrate essen. Unter Umständen, das zeigen die Asiaten, die zeigen, dass 80-20, also 80% Kohlenhydrate, 20% Eiweiß, kein Fett oder sehr, 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 sehr wenig Fett auch funktioniert. Dafür gibt es zu viele dreistellig Millionen Asiaten, die das uns vorleben. Aber es ist nichts, was wir so gewohnt sind, also oder wie wir uns ernähren. Von daher, wir essen typischerweise Fett und tierisches Fett ist überhaupt nichts gegen zu sagen, wird von uns prima verbrannt, hat überhaupt keine Gefahren. Diese ganzen Assoziationen, die mal gefunden wurden, es hat sich überhaupt nicht bewiesen, dass das in irgendeiner Art und Weise für uns gefährlich ist, beziehungsweise es gibt genau dieselben epidemiologischen Studien, die genau das Gegenteil zeigen und da sieht man, das war kein begründeter Verdacht, der in irgendeiner Weise richtig war, tierisches Fett sei gefährlich, das stimmt nicht. Okay. Darf ich mal kurz einhaken? Ich habe jetzt mal quer gerechnet. Du hast gesagt, sagen wir mal 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag sind summa summarum 400 Kilokalorien, richtig? Ein Gramm Kohlenhydrate, 4 Kilokalorien. Ja, dann bleiben bei 2000 Kilokalorien, die du einen Grundumsatz hast, ohne Sport, also ein Grundumsatz ist falsch, aber Umsatz ohne Sport, bleiben 1600 Kilokalorien übrig. Ein Gramm Fett liefert 9 Kilokalorien pro Gramm Fett. Das heißt, dann komme ich auf eine Größenordnung 180 Gramm Fett pro Tag. Ja, das Eiweiß muss man ja noch mit reinrechnen, was eigentlich nicht so ganz richtig ist. Ist das richtig? Das ist die entscheidende Frage. Rechne ich das mit rein oder wird das doch gar nicht als Brennstoff verbrannt, sondern wird in neue Zellen eingebaut als Baustoff? Es wird tatsächlich als Brennstoff verbrannt, wenn man so lebt wie Sean Baker und eine Carnivore-Diät durchzieht. Ja. Und da muss man dann auch tatsächlich sehr große Mengen Fleisch essen. Das funktioniert tatsächlich. Ich denke mal, es funktioniert bei allen Menschen, muss man aber sagen, aber das ist finanziell nicht sinnvoll. Ja, ein bisschen Wirtschaft habe ich ja auch studiert.
Und, hochwertiges Fleisch ist nun mal verdammt teuer, ja. Ja, genau. Und ne, man will ja qualitativ hochwertiges Fleisch haben von Weidetieren, wenn es geht mit Zertifikat. Und das ist halt wirtschaftlich absolut nicht okay, weil man muss dann tatsächlich, ich weiß nicht, so um die 1,2, 1,5 Kilogramm Fleisch essen, weil halt unheimlich hohen Bedarf an Eiweiß hat, um das in Glucose umzuwandeln. Das kann unser Körper, das ist kein Problem, da 100 Gramm Glucose am Tag herstellen, ist für die Leber kein Problem, auch die Ausscheidung über die ganzen Metaboliten, die anfangen, ist alles kein Problem. Da gibt es gute Studien zu, das ist schon lange erforscht, aber, ne, muss man sagen, aber das ist schon nichts, was heutzutage im Jahr 2023 sinnvoll ist. Ja. Wenn man jetzt nicht, das ist nur sinnvoll, das empfehle ich, würde ich nur Leuten empfehlen, die extreme Darmprobleme haben. Mhm. Das ist dann ein ganz spezieller Bereich und da kann das die Erlösung sein, tatsächlich aller Probleme. Aber ansonsten, wenn man einigermaßen gesund unterwegs ist, ist das nicht sinnvoll. Da würde ich auch gerne nochmal einhaken. Du sagst, wenn man extreme Darmprobleme hat, dann kann eine karnivore Diät eine Lösung sein. Da fällt mir ein Stephen Gundry, böses Gemüse. Ist es das, woran du denkst? Abwehrstoffe in Pflanzen, Abwehrstoffe, die Pflanzen entwickelt haben, um sich vor Fressfeinden zu schützen, die beim Körper unter Umständen, im Extremfall, so vielen Abwehrreaktionen führen, dass der ganze Darmhaushalt, das ganze Gedöns, alles, die ganze Verdauung, Stoffwechsel völlig durcheinander kommt und dass die irgendwann an Pflanzenkram gar nichts mehr essen können. Aber ein Rückgang auf die Carnivore-Diät, sprich Fleisch und Nose to Tail, also das Tier bitte schon von der Nase bis zur Schwanzspitze mit Bindegewebe, mit allem drin, was das Tier enthält, essen. Das kann da helfen. Liege ich da richtig mit dem, was du sagen wolltest? Ja, absolut. Das ist absolut richtig. Ich habe da ja auch vor 4 Wochen oder beziehungsweise vor 2 Wochen einen News-Artikel gehabt. Helfen Sie Dr. Palmer? Auf Strunz. Habe ich nicht gesehen. Hast du noch nicht gelesen? Genau. Es ist eine sehr, 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 ich finde, eine sehr, sehr schöne News. Habe auch sehr gutes Feedback bekommen. Da geht es noch tatsächlich nur um eine ketogene Diät. Und die da gemacht wurde. Und ich habe mal den Dr. Palmer, das ist ein Harvard-Professor, den erreicht man, da höre ich nicht so ganz so einfach. aber ich würde ihm nämlich empfehlen, wenn er den. Also da ging es darum, dass man Leuten, die schwerste Depressionen haben, beziehungsweise Schizophrene und bipolare Störungen haben, austherapiert sind, über 20 Jahre unter Medikamenten austherapiert sind, keinerlei Erfolg mehr haben mit Medikamenten. Davon hat man, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Zahlen, um die 40 oder irgendwie sowas in der Größenordnung haben daran teilgenommen, an der Studie in Frankreich. Die hat man auf eine ketogene Diät gesetzt und über 42% waren anschließend in Remission. Mhm. Und das ist ein Wahnsinnsergebnis. Es gibt kein Medikament, das erreicht. Ja. Mhm. Sie haben ja Medikamente genommen. Ja? Mhm. Und sie galten als austherapiert. Hoffnungslose Fälle werden nie wieder gesund. Und die waren in Remission. Fast die Hälfte war komplett geheilt. Das ist eine absolute Wahnsinnsstudie, weil die Schwere der Erkrankung so groß war. Und ich würde beinahe behaupten, wenn man eine Carnivore-Diät genommen hätte statt der Keto-Diät, hätte man wahrscheinlich 70-80% in Remission geschickt, weil bei der Keto-Diät man ja noch auch Wurzelgemüse essen kann. Ne? Da ist eine Kartoffel schon zu viel, aber man kann ja noch Möhren und Salat und so weiter alles essen und man weiß nicht, es gibt Leute, ich habe auch welche auf Ärztekongressen kennengelernt, zum Beispiel die Amber O'Hearn, die mag der ein oder andere kennen, die hat in der Carnivore-Community auch einiges gepostet, die ernährt sich seit 12 Jahren rein Carnivore, weil sie auch ihre bipolare Störung komplett abgelegt hat, keine Medikamente mehr, aber und sie meinte auch, sie probiert hier und da mal Sellerie oder irgendetwas wieder zu essen und sie merkt, dass sofort ihre psychischen Probleme wiederkommen, wenn sie irgendwas Pflanzliches isst. Das heißt, ja, das ist ein unheimlich mächtiges Werkzeug. Man weiß nicht, warum der Darm von den Menschen oder warum es dann so schnell zu wahrscheinlich Entzündungsreaktionen vom Darm kommt. Und da sitzt ja fast unser komplettes Immunsystem um den Darm herum. Und da wird es irgendwelche sofort Erkrankungen geben, Störungen geben, sodass dann letzten Endes sowas Schlimmes bei rumkommt wie Schizophrenie oder bipolare Störung. Deswegen ist meine Empfehlung für Leute, die so
oder auch sehr depressiv sind und sich das nicht erklären können, oder halt einfach unheimlich starke Darmprobleme haben, ist eine Carnivore-Diät als Reset-Diät tatsächlich eine gute Maßnahme. Man muss dann sehr viel, man muss ja nicht nur Steaks essen, sondern es geht ja auch, man kann sehr viel Hackfleisch, also was wesentlich günstiger zu bekommen ist. Also ne, man muss ja nicht nur Filet essen, ne, sage ich mal. Das geht halt, das ist halt dann nicht durchhaltbar. Das ist viel zu teuer, aber man kann da variieren. Aber wie gesagt, das ist etwas, weil dann der Körper, ne, was hier passiert ist jetzt, der Körper braucht sehr viel Fleisch, er wandelt dann den größten Teil tatsächlich um in Glucose. Vom Eiweiß wandelt er um. Er hat natürlich auch das Fett, das verbrennt er auch gern und die Ketonkörper werden auch dementsprechend hoch sein. Aber diese 100 Gramm Glucose, die braucht er tatsächlich am Tag trotzdem. Mhm. Und ich glaube, deswegen muss man so viel Fleisch essen. Deswegen so viel Fleisch, weil die Umwandlung von Eiweiß zu Glucose, Gluconeogenese heißt dieser Prozess, extrem ineffizient ist. Ne? Also da wird verdammt viel Eiweißmaterial gebraucht, um daraus Glucose zu bauen. Ne? Insofern, darum geht das Verhältnis so auseinander. Da kann man nicht einfach sagen, Protein hat 4 Gramm Kilokalorien pro Gramm oder so. So funktioniert es nicht. Der Umwandlungsprozess ist sehr ineffizient. Vor allen Dingen ist es nicht 1:1. Ne? Man könnte ja sagen, oh, dann nimmt man 100 Gramm Eiweiß und dann ist es 100 Gramm Glucose. Nee, das ist leider viel schlechter. Ne? Die Umwandlung ist leider viel schlechter. Deswegen braucht man da so, man braucht da fast das Doppelte dann halt, und wenn man so 1,2 Kilo Fleisch isst, 20%, ne, ungefähr davon ist ja Eiweiß ungefähr, ne, da sind wir so bei, sagen wir mal, knapp 300 Gramm Eiweiß, und da sind es dann die 100 Gramm Eiweiß, die der Körper so braucht, und 200 Gramm Eiweiß, die benutzt er dann, um halt seine Glucose. Gluconeogenese nimmt ja auch noch andere Sachen, nimmt ja die Fettsäurereste, das Glycerol nimmt es ja noch und hier und da und ein bisschen von Ketonkörper. Das ist aber nicht so wahnsinnig viel, aber so, es gibt dann auch so ein bisschen anderes, was auch in die Gluconeogenese reingeht, aber er braucht so ungefähr dann gute 150 Gramm Eiweiß tatsächlich, und da merkt man, wie viel das ist, 150 Gramm Eiweiß bis 200 Gramm Eiweiß, um halt den Glucosebedarf zu decken, und das ist halt vollkommen unwirtschaftlich, das so zu machen. Daher, wenn man keine Darmprobleme hat und ansonsten halt auch keine, dann ist das vollkommen logisch, dass man zu einem, außerdem schmeckt das Leben ist auch ein bisschen, also, ne, meine Frau hat sofort gestreikt, als ich meinte, lass uns das nochmal eine Woche ausprobieren, ja, weil wir einfach zu gerne zu gut essen und es fällt ja dann alles weg, ja, und selbst eine gute Soße oder so ist ja schon zu viel dann da dabei. Robert, pass auf. Wieder mit Kräutern oder irgendwie arbeitet, und deswegen, das macht halt, das ist halt auch sehr einschränkend. Es gibt zwar welche, gibt zwar ein paar, die das ja, als Lebensprinzip toll finden, aber ich sag mal, die können echt nicht gut kochen, ja? Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist für große Teile meiner Hörerschaft nicht praktikabel und auch nicht gewünscht und gewollt. Lass uns mal versuchen, da jetzt irgendwie einen Punkt runterzukommen. Was ist eine gesunde Ernährung und warum? Also, wir haben über Energiestoffwechsel gesprochen. Du hast gesagt, Kohlenhydrate 100 Gramm. Sowas in der Art am Tag, ne? Weil das Gehirn diese Menge Kohlenhydrate tatsächlich braucht, und es ist ineffizient und nicht nötig, die jetzt aus Eiweiß oder Fett zu produzieren, was der Körper natürlich kann. Wenn es keine Kohlenhydrate gibt, dann baut er sich welche, aber das erzeugt auch ein bisschen Stress. Das heißt, lass uns doch ruhig diese 100 Gramm Kohlenhydrate homo oder num, ob jetzt jemand 2,10 Meter groß ist und 100 Kilo schwer oder eine kleine Dame, die 55 Kilo wiegt oder so, ist natürlich ein Unterschied. Da muss jeder für sich jetzt mal so ein bisschen rechnen, ne? Also das gerne essen. Der Rest aus im Wesentlichen Fett, und natürlich Proteine brauche auch. Wie sieht denn jetzt eine gesunde Ernährung aus? Gib uns doch mal ein Beispiel. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und was ist mit dazwischen? Genau. Um das abzurunden noch, wir brauchen ungefähr 100 Gramm, also zumindest in meiner Größe, 70 Kilo, 1,70, brauchen wir ungefähr 100 Gramm Eiweiß. Sportler brauchen selbstverständlich wesentlich größere Mengen, das wissen sie auch. Die brauchen schon bis zu 200 Gramm Eiweiß. Und wie du sagtest, eine zärtliche junge Frau mit nur 45 bis 50 Kilo braucht vielleicht auch nur 80 Gramm. Aber ne, so um die, ich sag mal, 100, 120 Gramm Eiweiß macht man nichts verkehrt. Da macht auch die zierliche Frau tatsächlich nichts verkehrt. Das ist nicht gefährlich. Nein, das ist vollkommen normal. Wir haben das immer gegessen über Jahrhunderttausende. Das können wir sehr, sehr gut ab. Das heißt, das ist ein absolutes Gesetz. Kann ich noch einen Satz zu verlieren? Das ist eine wunderbare Arbeit von zwei Biologen, Simpson und Raubenheimer, die das Eiweißziel gefunden haben. Habe ich auch schon mal einmal drüber geschrieben. Das ist eine unheimlich tolle Arbeit. Das heißt, wir Menschen sind drauf getrimmt, dass wir dieses Eiweiß am Tag zu uns nehmen, 100, 120 Gramm. Müssen wir haben, wenn wir das nicht essen, bleiben wir hungrig.
Das ist das große Problem, weil wir das, was wir über das Eiweiß bekommen, das können wir nicht selbst herstellen. Und deswegen sind wir da drauf, deswegen ist der Körper so drauf fixiert, diese Eiweißmenge tatsächlich jeden Tag zu bekommen. Es gibt sehr gute Studien auch zu, die das beweisen, dass das so ist, dass die Leute mehr essen, 400-500 Kilokalorien am Tag mehr essen, wenn sie ihren Eiweißbedarf nicht gedeckt bekommen über die Nahrung. Und das läppert sich dann sehr schnell zusammen. Das ist nämlich dann das Problem, warum Leute zunehmen, ohne es zu merken. Und das heißt, wir haben dieses Eiweißziel, das ist für mich erst mal gesetzt, und das andere hatten wir eben. Und eine gesunde Ernährung sieht meiner Meinung nach so aus, dass man, das ist eigentlich ganz lustig, dass man, weil es so gleich verteilt ist, das ist so ungefähr 30-30-30. Das heißt, wir haben so 30 bis 40 Gramm Protein, Eiweiß und Fett pro Mahlzeit dreimal am Tag. Ja, das heißt, bei mir, mein Frühstück sieht so aus, dass ich mir 4 Eier mache, dazu eine Ladung Bacon und 2 Sauerteig oder 2 Sauerteigbrote. Da komme ich zusammen auf ungefähr genau dieses Verhältnis. Okay. Mittags gibt es in irgendeiner Art und Weise zubereitetes Fleisch. Wir machen uns gerne Burger Patties und dazu gibt es gedünstetes Gemüse. Das ist eine wunderbare Kombination, gelernt von Chris Michalk. Fleisch und Gemüse ist Mitochondrienmedizin. Aber Mitochondrien gehen wir heute nicht drauf ein. Schaffen wir nicht. Würde ich total gerne. Ich könnte Stunden, Tage lang mit dir weiter plaudern. Aber ja, nächstes Mal. Genau. Und das Abendbrot sieht eigentlich nicht so wahnsinnig viel anders aus. Es ist ein bisschen kleiner bei uns, weil da kommt das Ganzheitliche wieder. Wir haben morgens eine sehr gute Verdauung, sehr starke Verdauung. Mittags schon ist die Verdauung auch noch gut, aber sie ist schon nicht mehr so stark wie morgens. Und abends ist die Verdauung am schwächsten. Das heißt, abends essen wir in aller Regel tatsächlich das gute deutsche Abendbrot. Das heißt, aber wir lassen alles, was es an Süßen gibt, das gibt's alles nicht, sondern es ist Wurst oder Käse als Aufschnitt. Auf wiederum Sauerteigbrot. Sauerteig ist insofern total wichtig, weil es die alte traditionelle Zubereitung ist, die wir Menschen Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht haben, wo das Brot mindestens 24, zum Teil 48 Stunden ruht, der Teig ruht und über Bakterien aufbereitet wird, sodass er für uns Menschen wesentlich besser verträglich, verdaubar ist, Schadstoffe wie Phytinsäure und so weiter abgebaut werden. Es ist unheimlich wichtig, dass man Sauerteigbrot isst, alles andere ist für mich nicht mehr akzept oder würde ich nicht essen. Ja. Das ist doch spannend und das ist doch auch, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht so weit weg von dem, was man sich vorstellen kann. Ich meine, nicht jeder kann sich 4 Eier mit Bacon zum Frühstück vorstellen. Meine Frau kann auch 5 verdrücken. Ich bin eher so der Typ intermittierendes Fasten. Über Fasten hast du ja schon gesprochen, aber ich faste nicht 24 Stunden und schon gar nicht über Tage. Ich lasse gerne das Frühstück weg. Ich habe morgens auch nicht so viel Hunger. Ich habe mich inzwischen wunderbar dran gewöhnt. Ich habe 2 große Mahlzeiten, eine mittags und eine abends. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Aber Eier zum Frühstück können sich viele vorstellen. Fleisch und Gemüse können sich auch viele vorstellen. Fleisch und Salat ist vielleicht noch eine keine Ahnung. Kannst du noch was sagen? Salat oder Gemüse? Kann es auch mal ein Salat sein? So. Es kann auch ein Salat sein, absolut. Würde ich aber sagen, nur mittags. Abends nicht mehr, weil abends sollte man, wenn es geht, nicht mehr allzu viel Frisches essen. Wieder ganzheitlich, das bleibt zu lange. Das, was man abends isst, bleibt erstmal relativ lange, alles nach 16 Uhr bleibt relativ lange im Darm liegen und kann da gären. Und das kann wieder sehr, sehr viele Darmprobleme verursachen. Deswegen sollte man auch Obst oder so, sollte man alles nicht nach 16, sollte man alles vor 16 Uhr, bestenfalls schon nach Mittag nicht mehr essen. Deswegen abends eher, gedünstetes Gemüse ginge natürlich, das ist ja sozusagen nicht mehr roh, aber man sollte abends tunlichst Rohkost vermeiden, ja, weil das den Darm belastet. Da können sich Fuselalkohole bilden, die belasten die Leber und so weiter. Das muss alles, ein gesunder Mensch kann das auch alles ab, aber er muss auch wissen, das belastet mich. Ja, das ist nicht so, als ging es auch an ihm spurlos vorbei. Er merkt es vielleicht nicht ganz so wie jemand, der schon nicht mehr so gesund ist. Okay, finde ich gut. Jetzt haben wir doch schon mal für jemanden, der jetzt zuhört, was auf den Punkt gebracht. Das heißt, die Verteilung der Makronährstoffe, da wäre sowas wie 30-30-30 oder 40-30-30, müssen am Ende halt 100 sein, gar nicht so verkehrt. Rund 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag, 120 Gramm, 100 bis 120 Gramm für einen nicht sportlichen Menschen an Eiweiß, für einen Sportler gerne auch 200 Gramm. Ich würde dazu gehören, also ich darf da richtig Gas geben und tue ich auch. Und dafür darf es dann vielleicht auch ein guter Proteinshake mal sein, um überhaupt auf die Menge zu kommen. Oder was hältst du davon?
Ja, ich selbst vertrage keine tatsächlich, ja. weil ich Milcheiweiß schon ein Leben lang nicht vertrage, aber erst 2018 endlich der Groschen gefallen war, dass ich rausgefunden habe, es ist das Milcheiweiß. Mhm. Das heißt, für mich sind die Shakes, die meisten sind ja Whey-Shakes, aber ich habe gegen Shakes, gerade in diesem Rahmen, jetzt habe ich kein so großes Problem mit. Okay. Ich sage, der Körper reagiert tatsächlich auf einen Whey-Shake anders. Oder man muss auch wieder den Kontext sehen. Der stoffwechselgesunde Mensch, der flexibel ist und wo der Insulinspiegel ordentlich niedrig ist, für den ist der Whey-Shake weniger ein Problem als für jemanden, der noch damit erstmal kämpft, den Insulinspiegel runterzubekommen. Ja? Weil unser Körper auf einen Steak, was man isst, was natürliches, also echtes Essen ist, anders reagiert als auf einen Whey-Shake. Beim Whey-Shake geht einfach Insulin, wird stärker Insulin gezogen und beim Steak eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Wenn man stoffwechselgesund ist, wenn man nicht stoffwechselgesund ist, sieht das anders aus. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir auf sagen wir mal, pulverisiertes Essen anders reagieren als auf echtes Essen. Mhm. Das ist nicht Esoterik, das ist auch biochemischen Studien bewiesen, dass es leider so ist. Trotz allem für Sportler, finde ich, sind Whey-Shakes absolut okay, weil ansonsten man diese Menge an Eiweiß halt auch heutzutage einfach schwierig, wir jagen halt keine Elefanten mehr, ja, ne, und haben genau. Nicht mehr, was für uns unser natürliches, tatsächlich muss man sich vorstellen, wir haben Elefanten gejagt und haben sie sogar ausgerottet fast weltweit, oder beziehungsweise da, wo wir gelebt haben, finde ich sehr beachtlich, müsste ich auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken, wie wir das machen, aber da wir beide Ingenieure sind, wir müssen irgendwie hinkriegen. Wir würden das hinkriegen, ja, genau. Aber damit haben wir es ja, also ich meine, der Sportler, der 200 Gramm oder noch mehr Eiweiß braucht, der ist hoffentlich auch insulingesund und hat einen gesunden Stoffwechsel und sollte das dann auch irgendwo verpacken. Ne? Aber ja. Das ist ein Punkt, das würde ich mir sehr, sehr gerne als eines der nächsten Themen rauspicken, Insulin mit all dem, was dahinter steht. Weil ja. Ich glaube, wenn ich mir unsere Bevölkerung anschaue, wenn ich mir die Todesursachen im Durchschnitt bei den Menschen angucke, dann hat Insulin da einen riesengroßen Einfluss darauf. Ja. Dazu hast du ein ganzes Buch geschrieben, dazu würde ich dich gerne im Detail hören, weil das auch ein Marker ist, den jemand ja relativ einfach und schnell überprüfen kann. Wie sieht es denn da bei mir aus? Wie sind meine Insulinlevel? Wie ist mein Blutzuckerspiegel? Wie ist mein Langzeitblutzuckerspiegel? Bin ich stoffwechselflexibel, metabolisch flexibel? Kann mein Körper automatisch und schnell und easy und ohne Stress umspringen von Fettverbrennung in Kohlenhydratverbrennung und so weiter und so fort? Das wäre, glaube ich, ein Thema für die nächste Folge. An der Stelle hätte ich jetzt noch zwei, drei Fragen. Wenn wir das jetzt so besprochen haben, jetzt sind das die Makronährstoffe und du hast auch Beispiele gegeben, finde ich gut. Auch der Hinweis zum Sauerteigbrot. Sauerteigbrot ist nicht immer Sauerteigbrot. Es gibt auch welche, die werden so genannt und da ist auch theoretisch ein Sauerteig drin, ne? Aber wenn der nur für 2 Stunden irgendwo mal kurz in der Ecke lag und dann gebacken ist, dann ist der trotzdem nicht so wie einer, der 24 oder 48 Stunden gelegen hat und so, ne? Also da bitte auf Qualität achten. Welche Rolle spielt die Qualität und worauf darf ich achten, was ist wichtig bei der Beschaffung, was sind meine Quellen für diese gesunden Nahrungsmittel, wo kriege ich das her und worauf muss ich achten? Ja, ich hatte es ganz anfangs gesagt, dass ich ein ziemlicher Verfechter von Bio bin ich würde empfehlen, jeden, der es sich leisten kann, ich vertraue der Wirtschaft überhaupt gar nicht, dass Spritzmittel in irgendeiner Weise für uns gut sind, sind sie nicht, wir wissen, wie gefährlich das ist, dass sie unheimlich viel dass sie bei uns abgebaut werden, unheimlich viel oxidativen Stress verursachen und uns auch wichtige Entgiftungsmechanismen im Körper tatsächlich stark belasten oder vielleicht sogar blockieren. Und von daher würde ich jedem empfehlen, unterstützt die lokalen Bauern, die Bioland, Demeter oder Bioprodukte anbauen. Oder wenn man ländlicher wohnt und jemanden kennt, der das nicht macht, also beziehungsweise keine Pestizide und Fungizide und Sachen einsetzt, dann kann man natürlich auch ohne Zertifikat kaufen. In der Stadt lebend kennt man halt keine, oder heutzutage kennt man eigentlich, die meisten kennen keine Bauern mehr und haben da keinen Zugang mehr zu. Also das ist etwas, wo ich sage, auf jeden Fall auf Bio-Qualität achten und Bio-Qualität einkaufen, insbesondere bei Gemüse, aber auch bei Fleisch, weil das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass ja heutzutage sehr auf klimarelevante alles geachtet wird und man kann da sofort gegenkontern, wenn man sagt, ich esse viel Fleisch, ja, ich esse viel Fleisch, ich esse auch sehr gern Fleisch, schon immer ein Leben lang, und ich kaufe jedoch nur ausschließlich Demeter oder Bioland Fleisch,
tatsächlich, da achte ich drauf, das muss das Siegel sein, das sind deswegen, weil die Siegel tatsächlich die einzigen sind, die richtig hart kontrollieren, unangemeldete Kontrollen durchführen und so weiter, etc. pp. Man kann sich die Regularien angucken und Weiterhaltung halt auch weitestgehend Weiterhaltung haben. Und bei der Weiterhaltung ist es so, dass sogar insgesamt das ganze CO2 negativ durchführt. Das heißt, eine Kuh, die auf der Weide gehalten wird, ist CO2 negativ. Das heißt, positiv für unsere CO2-Bilanz. Das kommt durch die ganzheitliche Betrachtung, was die Kuh letzten Endes alles auch an nützlichen Sachen, wie zum Beispiel die Bedüngung des Feldes macht und dabei auch CO2, sehr stark CO2 bindet. Ganz im Gegensatz zur Massentierhaltung, wo ich auch absolut, schreibe ich ja in meinen Büchern auch absolut dagegen bin, gehört für mich eigentlich, ja, leider müsste man da staatlich eingreifen, weil so passiert da leider nichts, weil es halt einfach deutlich günstiger das Fleisch hergestellt werden kann, aber dann ist es wirklich Produktion. Die ist sehr CO2-lastig, also die ist sehr negativ, die produziert sehr, sehr viel CO2. Das ist auch die falsche Art, Tier, das ist die vollkommen falsche Art, meiner Meinung nach, mit Tieren umzugehen und Tiere zu halten. Ja. Von daher, das wäre meine Empfehlung. Das ist übrigens, muss man sagen, bei Weidetieren, also sprich bei Kühen und bei Rindern, gar nicht so viel teurer. Das muss unter Umständen sogar gar nicht teurer sein. Es gibt da gute, viele Quellen im Internet, kann man sehr viel finden. Das kostet kaum mehr wie sagen wir mal, dieses Ramschfleisch. Einzige Ausnahme ist, Hähnchen ist um Faktor 8 ungefähr teurer. Sollte man sowieso nicht so viel essen, weil Hähnchenfleisch ist gar nicht so gut, auch Bio nicht. Müssen wir vielleicht mal vertiefen. Das gesündeste Fleisch ist und für uns tatsächlich das, wo wir vor gewarnt wurden die Jahre, ist rotes Fleisch vom Weidetier. Da drin finden sich alle unsere Vitamine, die wir brauchen, die Fette, die wir brauchen, die Polyphenole sind im Fett drin, wenn das auf der Weide steht und so weiter. Wir brauchen tatsächlich nichts anderes essen. Ich empfehle es trotzdem nicht mit das zum Mund, hatte ich ja gesagt. Aber da ist eigentlich, nicht nur eigentlich, schreibe ich was eigentlich, da ist alles drin, was wir brauchen. Und das müssen wir wirklich erklären, weil da werden viele jetzt abdrehen und sagen, es gibt doch die ganzen Studien rotes Fleisch. Ne? Weil es ist eben nicht das Gleiche. Unter die Kategorie rotes Fleisch fällt eben all das verarbeitete Fleisch und all das Massentierzucht-Dings-Gedönsfleisch, all das schlechte Fleisch fällt da drunter. Und das ist in Amerika hormonbehandelt und so weiter durchaus tatsächlich richtig gesundheitsschädlich. Ja, und diese Studien haben nicht ganz Unrecht, aber wenn wir, du und ich, von rotem Fleisch reden, dann reden wir von grasgefütterten Weiderindern, die eben zum einen tatsächlich nachhaltig sind, CO2-neutral mindestens oder positiv sind, die eben nicht die Welt verpesten, zweitens, die nicht ungesund sind, aber das werden viele uns nicht glauben, weil die Massenmeinung da draußen ist eine andere, weil sie einfach nicht ins Detail gehen, weil einfach große Kategorien aufgemacht werden und sagen, rotes Fleisch ist böse, hat jede Studie bewiesen und alle diese Studien haben die große Schere aufgemacht und gesagt, rotes Fleisch ist alles, ist die scheiß Wurst, ist die schlechte dies, ist das schlechte das, ist die Massentierhaltungskuh und so weiter und so fort. Ja. Für die gilt das, aber nicht für hochwertiges Fleisch aus guten Quellen, sprich grasgefütterte Weidetiere, die auf der Allgäuer Alm stehen und den Boden penetrieren mit ihren Hufen und dafür mehr Wurzelwerk sorgen, was mehr CO2 bindet und so. Das haben viele einfach noch nicht verstanden, weil es nicht erklärt wird. Lass uns darüber bitte nochmal eine Folge machen und auch das Thema Veganismus, Vegetarismus und so weiter nochmal versuchen einzuordnen. Natürlich darf das jeder und soll das jeder für sich entscheiden. Es gibt ja auch ethische Gründe gegen den Fleischverzehr und so weiter und so fort. Aber lass uns mal versuchen, das irgendwann nochmal in einer Extra-Folge aus gesundheitlicher Sicht, aus Sicht meines Themas, erschaffe die beste Version von dir aufzumachen und dann jedem auf einer Basis von etwas mehr breiterem Wissen eine Entscheidung treffen. Eine für ihn wohl fundierte Meinung. Ne? Also halte ich für sehr wichtig, ist ein großes Thema. Ich möchte nur, dass jemand, der jetzt hier zuhört, nicht sagt, oh, die haben es ja überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, wir sind da schon ein bisschen mehr im Thema drin und das sollte man aber erklären können. Und dafür reicht jetzt diese heutige erste Stunde leider nicht aus. Aber das war ein wunderbarer, großer Rundumschlag jetzt mal. Wir können das Thema gesunde Erklärung nicht in einer Stunde, gesunde Ernährung, sorry, nicht in einer Stunde erklären, weil es viel zu vielfältig ist. Nee. Robert, können wir das runterbrechen? Können wir versuchen, Schritt für Schritt für Schritt das weiter aufzudröseln? Wir haben jetzt so ein paar Sachen geklärt, wie zum Beispiel, dass die Makronährstoffzusammensetzung durchaus 30 bis 40 zu 30 zu 30 sein kann, dass es ein Eiweißziel gibt, ganz wichtig, dass der Körper immer versucht zu decken. Ich habe so lange Hunger, bis ich meinen Eiweißbedarf gedeckt habe.
Und wenn ich den noch nicht gedeckt habe, dann hört das Naschen, die Sucht nach Naschen nicht auf. Dann greife ich nochmal hierzu, dann greife ich nochmal zur Chipstüte, suche ich nochmal Schokolade, dann habe ich einen Snack. Man kann das abkürzen, ja, indem man zuerst einmal sein Eiweißziel erreicht und dann fällt der Rest so viel leichter. Und dann kann ich das mit gesunden Fetten und mit 100 Gramm Kohlenhydraten aus Wurzelgemüse, aus gesunden Quellen wunderbar aufreichen. Das ist doch schon mal was. Dann das zweite Thema war, bitte gute Quellen, geh zu Bioland, Demeter oder such dir eine Quelle, die vielleicht kein Siegel hat, aber von der du weißt, dass es passt. Ich habe immer solche Quellen gehabt und gefunden, mir ein bisschen Mühe gemacht, solche Quellen aufzutreiben, auch und ganz besonders für Fleisch und sonstige Produkte. Und das kriegt man hin und das muss gar nicht die Welt kosten, sondern das kann in vielen Bereichen, beim Fleisch zum Beispiel auch, auf einem Wochenmarkt habe ich da eine Quelle, da kostet das nicht mehr als das, ich darf es jetzt nicht, Kaufland, Purland-Zeug oder irgendwie, was man da sonst so kauft oder so, ne? Also das haben wir jetzt schon mal rausgearbeitet. Es gibt noch mehr Stoffe, Vitalstoffe, wie sorge ich für Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und sowas. Das können wir auch noch mal in einer Sonderfolge machen. Auch das Thema zu dem ganzen pflanzlichen Nahrungsquellenthema gibt es auch noch so viel zu erklären. Ne? Warum ist es so schwierig mit Hülsenfrüchten und solchen Produkten meinen Eiweißbedarf zu decken? Weil es immer sehr viel Kohlenhydrate mitliefert. Schaffen wir jetzt alles nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, lieber Robert, wenn du einverstanden bist, lass uns hier mal einen Punkt machen. Ich glaube, wir haben dich jetzt mal eingeführt. Die Leute haben begriffen, dass du sehr akribisch und sehr im Detail diese Sachen für dich herausgefunden hast, recherchierst, dass du alles das, was du sagst, mit 1000 Studien, die du im Hintergrund auf irgendeinem Server hast, so habe ich schon mal gehört, dass du dich bewaffnest und all das, was du sagst, auch beweisen kannst. Das ist wichtig und das ist spannend. Wir beiden haben ja keinen Doktortitel auf der Schulter oder keinen Professorentitel. Wir wissen aber, dass es in deren Ausbildung ja praktisch nicht vorkommt, wie gesunde Ernährung aussieht. Und deswegen sind die nicht mehr kompetent, als wir das sind, die wir uns auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Insbesondere du, der du viele Studien im Original liest oder ein Strunz, der das über viele Jahre, nein, Jahrzehnte auch gemacht hat. Deswegen können wir durchaus Dinge verstehen und auch darüber reden. Und das würde ich ganz gerne mit dir auch in weiteren Folgen noch tun. Genau, das können wir sehr, sehr gerne machen. Eine Sache würde ich noch hinzufügen. Wir würden noch erklären, das nächste Mal auch, was Epidemiologie eigentlich ist und warum die ganzen sogenannten Studierten keine Aussagekraft haben, die in den letzten 20 Jahren in irgendeiner Art und Weise darstellen wollten, dass rotes Fleisch angeblich gefährlich sei. Da muss man ein bisschen, da kommt ein bisschen Mathematik und Statistik. Das ist ein bisschen trocken, aber wir können es relativ kurz halten und wir können das mal kurz erklären, warum das überhaupt keine Aussagekraft hat und was das eigentlich bedeutet, wenn da ein Risiko von 1.12, erhöhtes Risiko, was das eigentlich, um das einmal mal einzuordnen, dass das eigentlich nur Grundrauschen ist in der Nachrichtentechnik, die man eigentlich mit einem Filter rausfiltert und die überhaupt keine Aussagekraft hat. Wie du schon gesagt hast, also ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit Ernährung und ich gebe keine Worte raus oder erkläre nichts, wo ich nicht inzwischen felsenfest von nicht nur überzeugt bin, was ich auch mit Studien belegen kann, dass das genau so ist. Ja, es gibt nicht, um nur zu sagen, es gibt nicht eine einzige Interventionsstudie auf der Welt, die beweist, dass rotes Fleisch in irgendeiner Art und Weise gefährlich für uns Menschen ist. Und da wir es seit circa 2 Millionen Jahren essen, ich würde sagen, das ist eine sehr gute Interventions- oder eine sehr gute Beobachtung. das ist einfach absoluter Irrsinn gewesen, sowas zu behaupten in irgendeiner Art und Weise, dass sowas, was uns zum Menschen hat werden lassen, dass das in irgendeiner Art und Weise gefährlich ist. Da können wir das nächste Mal tatsächlich mal drauf eingehen, auf diese Systematik dahinter auch, warum es so viele widersprüchliche Aussagen gibt. Das ist unheimlich wichtig, um das zu erklären. Nicht, dass der Nächste gleich wieder, hier steht es doch wieder, beziehungsweise die Journalisten werden langsam auch ein bisschen vorsichtiger bei dem Thema. Und das ist dann, und darauf genau können wir die anderen Sachen, wie auch Insulin und so weiter, vertiefen und ja, weiter fortführen. Das machen wir so. Bevor ich dich jetzt hier aus dem Gespräch entlasse, wo findet man dich? Also unter anderem schreibst du News innerhalb der News von Dr. Ulrich Strunz, schreibst du Artikel. Genau. Dann gibt es, wenn man deinen Namen googelt, zum Beispiel bei Amazon oder im Buchhandel, deine Bücher. Es ist eine ganze Handvoll. Warte mal, lass mich schauen. Ich habe irgendwo vorhin geguckt. 8 oder wie viel sind es inzwischen? Ja, ich glaube, es sind zwei, drei Ratgeber. Also die sind etwas für Leute, die keine Lust haben, so viel zu lesen. Habe ich auch Ratgeber geschrieben. Die arbeiten dann nur mit sehr, sehr kurzen Stichpunkten. Erste Hilfe heißen zwei davon. Da gab es, glaube ich, einen
Was gab es denn da? Erste Hilfe bei Energiemangel, Erste Hilfe Insulinresistenz und Diabetes. Dann gibt es das kleine Gesundheitsbuch. Einmal eins, genau. Genau, Fastenkompass, Low Carb, Long Life. Und das erste Buch, das ich auch seitdem es das gibt, glaube ich, habe, Zuckerblut und Brötchen, auch ganz spannend. Jetzt im Moment lese ich oder arbeite mich durch, höre auf deine Gene. Ich habe einen Gentest gemacht und verstehe jetzt langsam, warum ich der bin, der ich bin, weil ich jetzt einzelne Gene interpretieren und was dagegen kann. Ja, das ist also sehr spannend. Deine Bücher möchte ich an der Stelle empfehlen. Gibt es sonst noch irgendeine Quelle, auf die du verweisen möchtest? Falls jetzt jemand, der hier zugehört hat, sagt, Mensch, da würde ich jetzt gerne mal stöbern wollen. Wer ist denn der Typ? Was hat denn der gemacht? Wo kann ich da mehr von ihm kriegen? Ja gut, ich habe noch meine Homepage, aber da ist jetzt nicht wahnsinnig viel drauf. Da sind meine Bücher kurz vorgestellt, robertkrug.com. Und wer eine Frage zu den Büchern hat oder so, kann darüber auch mich per E-Mail erreichen. Das geht. Ansonsten poste ich ab und zu mal ein bisschen was auf Instagram, aber jetzt nicht wirklich viel. Und das sind schon das, was du so aufgeführt hast, das ist so primär das, wo man mich findet, ne? Wo ich aktiv bin. Ich arbeite halt für strunz.com, da schreibe ich einmal am Donnerstag. Donnerstags kommt meine News, also einmal pro Woche kommt eigentlich regelmäßig meine News da. Genau, und primär bin ich ja unterwegs und schreibe Bücher tatsächlich. Das ist mein Metier. Naja, vielleicht bist du demnächst ja auch regelmäßiger Gast hier. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich konnte mit dir wirklich stundenlang quacksalbern, wie man so schön sagt. Mich selbst weiterbilden tue ich ja über deine Bücher sowieso, weil so akribisch wie du lese ich nicht und forsche ich nicht, aber du tust es. Ich habe hier ein Forum mit dem Podcast, das können wir doch gerne nutzen. Ich würde mich sehr freuen. Lieber Robert, ich wünsche dir an der Stelle jetzt erstmal einen großartigen Urlaub. Wie lange wirst du weg sein? Ja, tatsächlich 3 Wochen. Das ist zum ersten Mal im Leben, dass ich 3 Wochen Urlaub mache. Oh, cool. Ja, dann wirst du dich danach kaum noch an all das erinnern, was wir heute besprochen haben. Aber ich würde mich gerne nach deinem Urlaub bei dir melden. Wir machen einen neuen Termin aus für eine nächste Folge. Über Themen haben wir jetzt schon, die haben wir ja schon angerissen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier. Ich wünsche dir einen tollen Urlaub und bis bald mal hoffentlich. Ja, bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.